Wer sät, der erntet. Kapitel 40. Einen Impuls folgend suchte ich Narcisa auf und teilte ihr mit, dass ich das unerklärbare Bedürfnis hätte, die Frauenabteilung der Rehabilitationsstation zu besuchen. Sie willigte ein und begleitete mich dorthin. Unterwegs erklärte sie mir, wenn der Vater uns an einen bestimmten Ort beordnet, bedeutet dies, dass uns dort eine Aufgabe erwartet. Nichts im Leben geschieht ohne einen plausiblen Grund, was du bei deinen zufälligen Besuchen stets berücksichtigen solltest. Weil wir bereit sind, Gutes zu tun, fällt es uns leichter, die göttlichen Eingebungen wahrzunehmen. Noch am gleichen Tag suchten wir die freundliche, unengagierte Pflegerin Nemesia auf. Wir fanden sie in einem Krankenzimmer, in dem Frauen auf mit weißen Lacken bezogenen Betten lagen. Die Frauen sahen wie menschliche Wracks aus, und ihr Stöhnen und die verzweifelten Schreie gingen durch Mark und Bein. Nemesia, gütig und barmherzig wie Narcisa, sagte mir zugewandt, du wirst dich sicher in der Zwischenzeit an diese Szenen gewöhnt haben, denn bei den Männern sieht es nicht viel anders aus. Narcisa begleitete bitte unseren Bruder und zeige ihm alles, was ihm von Nutzen und für seine Lehrzeit wichtig ist. Auf dem Weg zum Pavillon 7 sprachen Narcisa und ich darüber, wie der Mensch immer wieder Opfer seiner Eitelkeit wird, die nur auf die Erfüllung der materiellen Wünsche zielt. Wir waren damit beschäftigt, Erfahrungen und wissenswerte Eindrücke zu diesem Thema auszutauschen. Als wir den Pavillon 7 erreichten, in dem ein paar Dutzend Frauen in Einzelbetten lagen, ich beobachtete die Gesichter der Kranken und einer fiel mir besonders auf. Wer war diese verbitterte Frau, deren blinde Augen stumpf und traurig blickten? Ihr frühzeitig gealtertes Gesicht drückte Hohn und Schicksalsergebenheit aus. Ihre Erscheinung schien mir vertraut, und ich versuchte mich zu erinnern, woher ich sie wohl kannte. Ein heftiges, unangenehmes Gefühl kam auf, als ich mich jetzt erinnern konnte. Es war Elisa, eine Person aus meiner Vergangenheit, dieselbe Elisa, die ich in meiner Jugendzeit gekannt hatte. Das Leiden hatte sich stark verändert, aber ich hatte keine Zweifel, dass sie es war. Ich erinnerte mich noch genau an den Tag, als Mutter sie auf Empfehlung einer Freundin bei uns als Haushaltshilfe einstellte. Anfangs bescheiden und unauffällig begann sie sich zu verändern und missbrauchte das ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Sie nahm sich das Recht heraus, Befehle zu erteilen und sich in die Privatangelegenheiten der Familie einzumischen. Elisa schien mir eine liederliche Person zu sein. Sie erzählte mir vom freizügigen Leben, das sie in ihrer Jugendzeit geführt hätte, was unsere Fantasie noch mehr anregte. Ohne an die Folgen zu denken, waren wir uns näher gekommen. Meine Mutter versuchte, unser Verhältnis zu unterbinden. Ich erinnerte mich an ihre mahnenden Worte, als sie mich zur Vernunft rief und mich darauf aufmerksam machte,
dass es sich nicht zieme, eine persönliche Beziehung zum Hauspersonal zu pflegen. Es sei zwar richtig und angebracht, sie gut zu behandeln, doch so, dass die Würde des Standes bewahrt würde. Weiter sagte sie, dass ich unvernünftig gewesen sei und es zugelassen haben, dass es zu dieser Intimität kam. Elisa sah sich später wegen großen moralischen Drucks gezwungen, unsere Familie zu verlassen. Sie verließ uns, ohne mir einen Vorwurf zu machen, da sie nicht den Mut aufbrachte, mich offen anzuklagen. Die Zeit half mir, diese Episode als einen menschlichen Ausrutscher in meinem Gedächtnis abzutun, und ich glaubte, alles vergessen zu haben. Dieser wies sich jedoch als Trugschluss, denn das Vorgefallene gehört zu meiner Lebensgeschichte und kann nicht ausgelöscht werden. Jetzt sah ich eine gedemütigte und besiegte Elise vor mir. Ich fragte mich, wo dieses bejammernswerte Geschöpf, das so leiden musste, in der Zwischenzeit wohl gewesen sei. Woher kam sie? Ich erkannte, dass ich bei Elise anders empfand als bei Silvera, in dessen Schuld ich an mein Vater stehen. Hier trug ich allein die Schuld und war verantwortlich für ihren Zustand. Von der Erinnerung übermannt, ging ich wie ein kleines Kind, das um Vergebung bittet, zitternd und beschämt zu Narcisa, in der Hoffnung, von ihr angehört zu werden und einen guten Rat zu bekommen. Es war seltsam, aber bei heiklen und persönlichen Themen ging ich lieber zu Narcisa und Frau Laura als zu Minister Clarencio. Den liebenvollen Frauen konnte ich mich anvertrauen. Hingegen fehlte mir der Mut, Minister Clarencio dieselben Fragen zu stellen oder ihm die jetzige Situation darzulegen, so wie ich es bei Frau Laura und Narcisa tat. Es würde mir vielleicht leichter fallen, wenn Tobias dabei wäre. Ich begann Narcisa alles zu berichten, doch zauderte ich oft, weil es mir schwer fiel, meine Tränen zurückzuhalten. Trotzdem erzählte ich weiter, bis mich Narcisa unterbrach. Sie sagte, ich müsse die Geschichte nicht bis zu Ende erzählen, dass sie erahnen könne, wie sie ausgehen würde. Narcisa riet mir, gib dich nicht zerstörerische Gedanken hin. Ich weiß, wie du unter diesen moralischen Last leidest, weil ich Ähnliches erfahren habe. Wenn jedoch der Herr es erlaubte, dass du diese Schwester jetzt wieder triffst, bedeutet es, dass er dich für fähig hält, diese Schuld wieder gut zu machen. Da ich schwankte, sprach sie weiter. Hab keine Angst, geh zu ihr und tröste sie. Bedenke, dass wir alle auf unserem Weg immer die Früchte unserer guten oder bösen Saat vorfinden werden. Und dies sind nicht leere Worte, sondern eine universelle Wahrheit. Ich durfte viel aus ähnlichen Situationen lernen. Selig sind die, die sich Schuld aufgeladen haben und jetzt der Lage sind, sie zu begleichen. Ich spürte, dass ich bereit war, dies zu tun. Narcisa bemerkte es und sagte mir, gehen wir, aber enthülle ihr noch nicht, wer du bist. Das kannst du tun, nachdem deine Hilfe gefruchtet hat. Da sie zurzeit fast vollständig erblindet ist, wird sie dich nicht erkennen können. Die tiefe Traurigkeit, die sie umgibt, verrät mir,
dass sie eine gescheiterte Mutter und eine gestrauchelte Frau ist. Ich näherte mich Elisa und sprach ihr tröstende Worte zu. Elisa sagte mir ihren Namen und machte bereitwillig noch andere Angaben über ihre Person. Ich erfuhr, dass sie vor 3 Monaten in die Rehabilitationsstation gebracht worden war. Als Narcisa sich entfernt hatte, fragte ich Elisa, wie um mich selbst zu bestrafen, obwohl ich mich bereit fühlte, diese Lektion tief in meine Seele eindringen zu lassen. Wie ist es dir ergangen, Elisa? Du musst viel gelitten haben. Sie bemerkte, dass diese Frage aufrichtig gemeint war. Resigniert lächelte sie mir zu und sagte, weshalb sich an traurige Dinge erinnern, weil auch schmerzhafte Erfahrungen lehrreich sein können, erwiderte ich. Die unglückliche Patientin, der die tiefe moralische Wandlung anzusehen war, hielt einen Augenblick inne, als wollte sie ihre Gedanken sammeln und sagte dann, ich machte die gleichen Erfahrungen, die leichtsinnige Frauen machen, wenn sie das ehrbare Brot der Arbeit gegen das bittere Gift der Illusion tauschen. Als ich jung war, und das ist sehr lange her, war ich die Tochter einer sehr armen Familie. Ich erhielt die Gelegenheit, als Hausangestellte bei einem vermögenden Geschäftsmann zu arbeiten, was mein Leben veränderte. Die Familie hatte einen Sohn, der ebenso jung war wie ich. Obwohl ich es nicht wollte, kam es zwischen uns zu einer intimen Beziehung. Bedauerlicherweise dachte ich nicht mehr daran, dass Gott all denjenigen Arbeit verschafft, die ein geregeltes Leben führen, auch wenn sie noch so voller Fehler sind. Ich gab mich einem Leben hin, das mir Luxus und Annehmlichkeiten bot, doch letztendlich nur Pein einbrachte. Danach kam das Erwachen aus der Illusion. Ich verabscheute mich für mein ausschweifendes Leben. Die Folge davon war, dass ich an Syphilis erkrankt und blind ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Von allen verlassen, einsam, aller Illusionen beraubt und gezeichnet von Enttäuschungen und Krankheiten, trat der physische Tod ein. Mehr möchte ich nicht sagen. Von großer Verzweiflung geplagt, irrte ich lange Zeit im Jenseits herum und bat inständig um Hilfe bei der heiligen Jungfrau. Eines Tages wurde ich von Geistboten besucht, die mich im Namen der Liebe hierher in dieses Haus des Trostes und des Heils brachten. Zu Tränen gerührt fragte ich sie, und er, wie heißt der Mann, der so viel Unglück über dich brachte? Dann hörte ich, wie sie meinen Namen und den meiner Eltern aussprach. Hast du ihn deswegen? Fragte ich, sie niedergeschlagen. Mit einem traurigen Lächeln sagte sie, während meiner früheren Leidenszeit habe ich ihn verflucht und auf dem Tod gehasst. Aber Schwester Nemesia bewirkte, dass ich meine Haltung änderte. Denn um ihn hassen zu können, müsste ich mich auch hassen. In meinem Fall muss die Schuldfrage aufgeteilt werden. Ich habe kein Recht, über ihn zu urteilen. Diese demütige Haltung berührte mich tief. Als ich ihre Hand in die meine nahm, plagten mich Reue und Gewissensbisse. Wieder den Tränen nahe, sagte ich zu ihr, meine Freundin, auch ich heiße André und möchte dir helfen.
Von nun an kannst du auf mich zählen. Deine Stimme, meinte Lisa unbefangen, gleicht seiner Stimme. Von nun an sprach ich weiter. Da ich bis jetzt in Nosular noch keine eigene Familie habe, wirst du die Schwester meines Herzens sein. Ich werde dir wie ein Freund ergeben sein. Im Gesicht der Patienten erschien ein breites Lächeln, als würde ein starkes Licht sie es erhellen. Ich bin dir sehr dankbar, sagte sie zu mir und trocknete ihre Tränen. Es ist lange her, seit jemand so gütig zu mir gesprochen hat und mir den Trost einer ehrlichen Freundschaft anbot. Möge Jesus dich segnen. In diesem Augenblick, meine Tränen flössen reichlich, nahm Narcisa meine Hände in die ihren und wie eine Mutter wiederholte sie, möge Jesus dich segnen. Ende des Kapitels 40.